Aufgenommen von Elli. Geschichte des Einsiedlers mit dem Schmalz aus Tausend und eine Nacht von Gustav Feil. Wisse, o König, einst lebte ein Einsiedler in einer Stadt bei einem der vornehmsten Bürger, der ihn sehr liebte und ihm jeden Tag drei Brötchen und etwas Honig und Schmalz reichen ließ. Da der Schmalz damals sehr selten und teuer war, sammelte der Einsiedler alles, was er von seinem Gönner erhielt, in einem großen Krug, den er zu Häupten seines Bettes stellte, um immer ein wachsames Auge darauf haben zu können. Eines Tages, als er auf seinem Bette saß, fiel ihm sein Schmalz ein, das jetzt zu hoch im Preis stand, und er dachte bei sich, ich werde es jetzt ganz im Stillen verkaufen und dafür die Ziege kaufen. Ich mache dann Gemeinschaft mit einem Bauern, der einen Bock hat. Sie wird im ersten Jahr ein Männchen oder ein Weibchen und im zweiten ein Weibchen oder ein Männchen gebären. Und so wird es fortgehen, bis ich eine Menge Böcke und Ziegen habe. Ich verkaufe dann die Böcke und kaufe Kühe und Stiere dafür. Wenn auch diese sich vermehrt haben, verkaufe ich einen Teil davon und kaufe ein schönes Gut und bebaue es. Dann lasse ich mir ein schönes Schloss darauf bauen, schaffe mir kostbare Kleider an, kaufe Sklaven und Sklavinnen. Dann heirate ich die Tochter eines reichen Kaufmannes oder Fürsten und feiere eine Hochzeit, wie noch nie eine gefeiert worden. Es wird weder an allerlei Fleischgerichten noch an Süßigkeiten fehlen. Auch lasse ich Musiker und Sänger und Märchenerzähler kommen, die uns bei dem Dufte der schönsten Blumen und der feinsten Wohlgerüche belustigen. Ich werde Reiche und Arme einladen, alles, was durch Gelehrsamkeit und Bildung sich hervortut. Sogar den Sultan mit seinen Offizieren. Ich lasse in der ganzen Stadt ausrufen. Jeder soll zu essen und zu trinken bei mir finden. Ist dann die Braut königlich geschmückt, begebe ich mich zu ihr und ergötze mich an ihren Reizen, esse und trinke und scherze mit ihr und denke bei mir selbst. Nun bin ich am Ziele meiner Wünsche, fern von dem traurigen Einsiedlerleben. Bald freue ich mich dann an dem Knaben, den mir meine Frau gebären wird, und ich gebe ein großes Fest bei seiner Geburt. Ich lasse ihn in Pracht und Glanz erziehen und in allem unterrichten, so dass sein Name berühmt werde in allen Gesellschaften. Ich werde ihm dann dies und jenes befehlen, gehorcht er mir, so lasse ich ihn immer mehr unterrichten. Wird er aber ungehorsam, so komme ich mit dem Stocke hinter ihn. Bei diesen letzten Worten hob der Einsiedler den Stock, den er in der Hand hatte, mit aller Kraft in die Höhe, begegnete dem Schmalzkrug, der ihm zu Häupten stand, und zerbrach ihn. Das Schmalz stürzte über seinen Kopf herunter, beschmierte sein Gesicht und seinen Bart und befleckte seine Kleider und sein Bett. Und so wurde er eine Warnung denen, die sich belehren wollen. Ende von Geschichte des Einsiedlers mit dem Schmalz von Gustav Feil. Gelesen von Elli, September 2011.